Fatima-Lichterprozessionen gibt es noch heute an verschiedenen Orten. Dabei wird eine geschmückte Muttergottesstatue getragen und die Leute singen und beten, meist mit Kerzen in den Händen. Doch um was geht es? Was ist der geschichtliche Hintergrund? Wieso ist die sogenannte Botschaft von Fatima auch heute noch relevant? In diesem Video erhalten Sie einige Hintergrundinformationen und Eindrücke der Fatima-Prozession in Basel vom 12. Mai 2023. Zur Geschichte. Fatima, ein kleiner Ort in Portugal, wo die allerseligste Jungfrau Maria zwischen dem 13. Mai und dem 13. Oktober 1917 sechsmal drei Hirtenkindern erschien und sie bat, täglich den Rosenkranz zu beten. Ebenso vertraute die Mutter Gottes diesen Kindern an, dass der liebe Gott die Verehrung ihres unbefleckten Herzens wünscht. Sie zeigte den Kindern die Hölle und sagte anschließend: Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden. Und es wird Friede sein. Maria versprach also ihre Hilfe sowie den Frieden, wenn man sich an sie wendet und ihre Forderungen erfüllt. Ebenso bat die Mutter Gottes bei allen sechs Erscheinungen darum, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Betet täglich den Rosenkranz, denn er ist das letzte Rettungsmittel. Ein großes Sonnenwunder am 13. Oktober 1917 vor den Augen von ca. 70.000 Menschen bestätigte, dass die Erscheinungen vom Himmel stammten. Dieses Ereignis war so augenscheinlich, dass viele Zweifler, unter ihnen nichtgläubige Journalisten, von der Übernatürlichkeit überzeugt wurden und so zum Glauben kamen. 1930 anerkannte die katholische Kirche nach längeren Untersuchungen die Echtheit dieser Erscheinungen und Botschaften. Dies waren nur einige grundlegende Informationen über Fatima. Es lohnt sich, die Botschaft genauer zu studieren. Aber weit wichtiger ist es, dem Aufruf unserer lieben Frau von Fatima zu folgen, also täglich den Rosenkranz zu beten und die Sühnesamstage zu halten. Um die Mutter Gottes von Fatima zu ehren sowie ihre Botschaft weiter zu verbreiten, finden vielerorts, meist im Mai und Oktober, Fatima-Prozessionen statt. So auch in Basel am Abend des 12. Mai 2023. Über 330 Menschen kamen zu diesem Anlass. Die feierliche Prozession wurde angeführt vom Kreuz und Ministranten. Es folgten diverse Fahnen, Ordensleute, Familien und Menschen jeden Alters. In der Mitte des Zuges wurde eine große, mit Blumen geschmückte Statue unserer lieben Frau von Fatima getragen. Die schöne Route führte durch Wohnquartiere, an namhaften Großunternehmen der Stadt Basel vorbei, über den Rhein und eine größere Strecke am Rheinufer entlang. Heilige Maria, Mutter des Herrn, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Während der Prozession sangen die Teilnehmer den Rosenkranz und weitere Marienlieder. Dabei wurden sie durch die Blasmusik begleitet. An die Passanten wurden Flyer mit Informationen über Fatima sowie wundertätige Medaillen und Rosenkränze mit Erklärbroschüre verteilt. Das Ziel der Prozession war das Spalentor, an dessen vorderer Front die Mutter Gottes thront, die Stadtpatronin von Basel. Dort wurde nach einer Schlussansprache durch Pater Zahner, einem jungen Priester, gemeinsam eine Weihe an das unbefleckte Herz Mariens abgelegt. Weihen wir uns und unsere Familien deinem schmerzhaften, unbefleckten Herzen, o Königin des heiligen Rosenkranzes. Fatima-Prozessionen in Basel haben Geschichte. Gemäß Informationen vom Fatima-Weltapostolat fand im Mai 1952 die öffentliche Verehrung unserer lieben Frau von Fatima in der Schweiz mit einer riesigen Fatima-Lichterprozession in Basel statt, mit 20.000 Teilnehmern. Im Anschluss daran folgte eine Pilgerfahrt der Fatima-Madonna durch gut 250 Pfarreien in der ganzen Schweiz.
An diese Tradition knüpfte die Organisation Die Schweiz betet an. So wurden am 8. Mai des letzten Jahres drei Wandermadonnen von Bischof Vitus Huanda in Einsiedeln gesegnet und besuchten in den vergangenen 12 Monaten rund 140 Ortschaften in allen Landesteilen. Insbesondere auch bei den verschiedenen Gebetsgruppen, die sich wöchentlich jeweils am Mittwoch um 18 Uhr zum Rosenkranzgebet treffen. Hauptorganisator der Prozession war die Militia Immaculatae von Basel, abgekürzt MI. Die MI geht auf den heiligen Maximilian Kolbe zurück, welcher vielerorts bekannt ist, weil er im KZ in Auschwitz vor 80 Jahren freiwillig für einen mitgefangenen Familienvater im Hungerbunker sein Leben hingab. Die MI der traditionellen Observanz hat mehrere tausend Mitglieder im deutschsprachigen Raum und über 120.000 Mitglieder weltweit. Unterstützt wurde sie von Die Schweiz betet, welche Ende 2021 gegründet wurde und jeweils mittwochabends an über 140 Standorten in der Schweiz gemeinsam den Rosenkranz betet. Dies verbunden mit über 26 Ländern und rund 5000 Standorten weltweit. Weitere Informationen über den Rosenkranz finden Sie auf rosenkranzgebet.info. Über die Sühnesamstage auf sühnesamstag.info, über die Militia Immaculatae auf m-i.info sowie über die Schweiz betet auf die-schweiz-betet.ch. Hat Ihnen dieses Video gefallen? Dann klicken Sie bitte den Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. So verpassen Sie nichts und fördern die Verbreitung unserer Videos auf YouTube. Empfehlen Sie das Video auch weiter und besuchen Sie unsere Website www.m-i.info.